Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katharina Petter. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin bei der Veganen Gesellschaft Österreich und wir bekommen häufig Fragen von Kraftsportlern und Kraftsportlerinnen zum Thema vegane Ernährung, weil das natürlich ein spezielles Thema ist. Und genau aus dem Grund habe ich heute einen interessanten Gast bei mir, die Lisa Berger. Hallo, an dich, herzlich willkommen. Du bist Kraftsportlerin, aber nicht nur irgendeine Kraftsportlerin. Du hast nämlich dieses Jahr den ersten Platz gemacht bei der Wiener Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf. Ganz tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und vielleicht kannst du kurz sagen, deine Leistungen im Detail, wie viel Kilogramm du hebst? Beginnend bei den Kniebeugen, da habe ich 107,5 Kilogramm geschafft. Mhm. Beim Bankdrücken waren es 52,5 und beim Kreuzheben 127,5 Kilo. Wahnsinn, toll. Und du trittst an für das Team Vegan.at, das ist die Sportsektion von der Veganen Gesellschaft Österreich. Und du lebst natürlich selber auch vegan. Wie lange bist du denn schon vegan? Genau, ich lebe jetzt seit circa 3 Jahren vegan. Mhm. Super. Und den Sport selbst betreibe ich seit circa 2 Jahren und habe dann durch den Sport zum Powerlifting gefunden. Super. Und so schnell dann schon den Wettkampf gewonnen. Echt tolle Leistung. Und ja, du hast ein paar Fragen mitgebracht zum Thema Kraftsport und vegane Ernährung. Ich würde sagen, schieß einfach mal los mit deinen Fragen. Eine besonders interessante Frage, die sich viele Sportler stellen, ist, wie kann man denn als vegane Kraftsportlerin, als veganer Kraftsportler seinen Proteinbedarf decken? Ja, das ist eine sehr häufige Frage. Prinzipiell gibt es natürlich sehr viele pflanzliche Proteinquellen. Also gerade Hülsenfrüchte sind sehr proteinreich. Da gibt es sehr viele verschiedene Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen. Speziell die Sojabohne hervorzuheben, die besonders eiweißreich ist und eben aus der auch viele Produkte hergestellt werden, wie Tofu, Tempeh, Sojamilch, Sojajoghurt und so weiter und so fort. Inzwischen auch die Lupine mit Spezialprodukten, viele Fleischalternativprodukte. Ja, und dann gibt es auch Getreide, das mit 10% Eiweiß doch einiges auch an Protein enthält. Auch wieder viele unterschiedliche Produkte wie Weizen, Dinkel, Hafer, Hirse, Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth. Und auch aus dem Weizen wird ein Produkt hergestellt, aus dem Weizeneiweiß, nämlich der Seitan, wird als Fleischersatz genutzt. Und der ist ganz besonders eiweißreich, der hat oft so 30% Eiweiß und ist dazu noch sehr fettarm, also wirklich ein sehr gutes Produkt. Und ja, dann gibt es Nüsse und Samen, die außer dem Eiweiß auch viele Mineralstoffe enthalten und viele sekundäre Pflanzenstoffe. Und sogar Gemüse enthält Protein, natürlich nur in geringer Menge, aber über den Tag verteilt, wenn man viel Gemüse isst, was man ja tun sollte, summiert sich es dann eben doch. Und natürlich, wie du sagst, als Kraftsportlerin hast du einen erhöhten Proteinbedarf, gerade im Muskelaufbau. Da kann es jetzt passieren, dass du über diese natürlichen Produkte wie Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide Probleme bekommst ein bisschen, wenn du nicht so viel essen kannst, dass du auch wirklich deinen Proteinbedarf abdeckst. Da würde ich dann dazu raten, dass man speziell auf Produkte wie den Tofu und den Seitan setzt, weil das eben sehr eiweißreiche Lebensmittel sind, die sonst eben kaum Ballaststoffe enthalten und auch wenig Fett. Und ja, man kann damit sehr leicht den Proteinbedarf decken. Und sind Proteine aus tierischen Quellen nicht hochwertiger? Da müssen wir uns erstmal anschauen, wie die Proteine aufgebaut sind. Sie bestehen aus Aminosäuren, aus vielen verschiedenen Aminosäuren. Und die meisten davon können wir selber herstellen in unserem eigenen Körper. Es gibt aber ein paar essentielle, sogenannte essentielle Aminosäuren. Das sind lebensnotwendige Aminosäuren, die wir mit der Ernährung zuführen müssen. Es sind 8 verschiedene, plus nochmal 2 semi-essentielle, die im Wachstum und in der Genesung wichtig sind. Und jetzt kommen alle diese essentiellen Aminosäuren auch in den pflanzlichen Lebensmitteln vor. Allerdings gibt es da Unterschiede, die sind unterschiedlich aufgebaut, die Lebensmittel. Zum Beispiel die Hülsenfrüchte haben relativ wenig Methionin, dafür viel Lysin. Beim Getreide ist genau umgekehrt, die haben viel Methionin, wenig Lysin. Und das heißt, die beiden Lebensmittel ergänzen sich perfekt miteinander. Das heißt, ich kann einfach sowohl Hülsenfrüchte als auch Getreide miteinander kombinieren. Und habe dann eine sehr, sehr hohe biologische Wertigkeit, wie man sagt, also eine Proteinqualität, die sogar vergleichbar ist mit einem Hühnerei, was als besonders hochwertig gilt. Also die Devise ist wirklich, Lebensmittel miteinander kombinieren. Man muss es noch nicht einmal auf einmal in einer Mahlzeit essen. Es reicht, wenn man das über den Tag verteilt macht oder über mehrere Tage ist auch okay. Aber nicht einseitig essen, das ist nie gut, egal wie man sich ernährt, ob vegan oder omnivor.
Und im Bereich des Sports sind ja auch Proteinshakes sehr verbreitet. Ist es denn als Veganer, als Veganerin notwendig, diese zu trinken? Also wirklich notwendig ist das nicht. Man kann durchaus auch als Kraftsportlerin den Proteinbedarf abdecken über gerade Tofu und Seitan, wie wir gerade schon geredet haben, und auch andere Produkte. Es kann durchaus hilfreich sein, wenn man jetzt Probleme hat, wirklich auf die entsprechende Energiemenge und die Proteinmenge zu kommen, dann kann es sinnvoll sein, dass man auch mal einen Proteinshake trinkt. Aber notwendig ist es nicht. Und es gibt ja auch Kreatin und Carnitin. Ist es notwendig, diese einzunehmen, zu supplementieren? Also gerade Kreatin ist notwendig für die Energiebereitstellung im Muskel, kommt daher auch in tierischen Geweben vor und speziell im Muskel, in Fleisch zum Beispiel, Muskelfleisch, sehr wenig in Pflanzen. Allerdings können wir es selber herstellen in unserem eigenen Körper und können uns damit eigentlich ganz gut selbst versorgen. Jetzt haben einige Studien gezeigt, dass für manche Menschen und in ganz bestimmten Sportarten, wie zum Beispiel im Gewichtheben, tatsächlich auch eine Supplementierung sinnvoll sein kann, dass das doch eine Leistungssteigerung erzielt wird. Natürlich kann man sich jetzt keine extremen Leistungssteigerungen erwarten. Es ist immer wichtig, das Training, und es kann höchstens unterstützend wirken. Kann man individuell ein bisschen schauen, aber notwendig an sich ist es nicht. Dasselbe mit Carnitin, das kann der Körper eigentlich auch ganz gut selbst herstellen, und da ist die Studienlage auch noch relativ dünn. Also gerade mit jungen, sportlich aktiven Menschen fehlen Beweise und Belege, dass eben das sinnvoll ist, auch dass eine Leistungssteigerung erzielt werden kann. Also mit beiden kann man sich ganz gut selbst versorgen. Und brauche ich dann andere Nahrungsergänzungsmittel? Also wie auch weniger sportliche, vegane Menschen sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ausreichend mit Vitamin B12 versorgt ist. Das muss in der Regel supplementiert werden. Auch Vitamin D muss man schauen, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht, dann sollte man das ebenfalls supplementieren. Ansonsten, natürlich hat man einen gewissen Mehrbedarf als Sportler, Sportlerin. Der wird aber ganz gut abgedeckt durch den Mehrbedarf an Energie, den man hat. Also man nimmt mehr Kalorien zu sich, mehr Lebensmittel insgesamt und dadurch natürlich auch mehr Nährstoffe. Bei ganz intensiven, ganz hohen, häufigen Belastungen kann es sinnvoll sein, dass man ein Multipräparat nimmt mit verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen. Aber notwendig als solches ist es eigentlich nicht. Worauf sollte ich allgemein bei meiner Ernährung achten bezüglich Fett, Proteine und Kohlenhydrate? Also generell erstmal abwechslungsreich essen, möglichst vielfältig unterschiedliche Lebensmittel wählen und gerade in Bezug auf diese Hauptnährstoffe, eben Fett, Kohlenhydrate, Eiweiße. Natürlich sollte man etwas mehr Eiweiß aufnehmen als die weniger sportlichen Menschen. Also es verschiebt sich ein bisschen der Proteinanteil von sonst 10-15% auf 25%. Dafür reduziert man ein bisschen das Fett und nimmt nur 25% Fett auf statt 30, und die Kohlenhydrate reduziert man auch ein bisschen und nimmt nur 50 statt 55-60% auf. Ja, ansonsten natürlich gilt wie immer, möglichst auch viel Gemüse und Obst integrieren und vollwertige Lebensmittel wählen. Und nun ist ja das Soja in den letzten Jahren ziemlich in Verruf geraten, gerade in Hinsicht auf Männer. Also es wird oft behauptet, Männer sollten nicht zu viel Soja konsumieren. Müssen denn Männer wirklich Angst haben vor einem zu hohen Sojakonsum? Es stimmt, dass in Soja sogenannte Phytoöstrogene, also pflanzliche Östrogene, enthalten sind, die Isoflavone. Es stimmt auch, dass sie den Hormonhaushalt beeinflussen können, allerdings nur im isolierten Zustand. Also die Studien, die das zeigen, die beziehen sich alle auf isolierte Isoflavone, die herausgenommen wurden aus dem Soja. Das ist jetzt ganz anders, wenn man das ganze Lebensmittel nimmt, wenn man zum Beispiel eine Sojabohne isst oder auch ein Stück Tofu, dann kann man relativ wenig von diesen Isoflavonen aufnehmen. Und man braucht überhaupt keine Angst zu haben, auch wenn man mehrere Portionen Soja pro Tag isst, mehrere Portionen Tofu zum Beispiel, dann besteht auch bei Männern überhaupt keine Gefahr, dass das den Hormonhaushalt beeinflussen könnte. Und viele Kraftsportler haben ja das Problem, dass sie nicht auf die Kalorien kommen, die sie durch das hohe Volumen ja verbrennen. Wie komme ich denn auf meine Kalorien, wenn ich diesbezüglich Probleme habe? Es ist fast ein Luxusproblem, weil man ja heutzutage eher schauen muss, dass man nicht so viel aufnimmt, weil die meisten
zu viel Energie zu sich nehmen. Es ist gut, dann auf energiereiche Lebensmittel zu schauen. Also gerade Nüsse und Samen sind sehr energiereich, weil sie sehr viel Fett enthalten, viel Eiweiß auch. Zusätzlich sind sehr gute Lebensmittel, weil sie auch viele Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Da sind auch sehr gute Musse, also Nussmusse und Sesammus, Vitahin zum Beispiel. Dann Avocados sind natürlich auch sehr gut, weil sie sehr fettreich sind. Und man kann dann unter Umständen auch ein bisschen schauen, dass man weggeht vom Vollkorn teilweise und statt dem Vollkornnudeln, dem Vollkornbrot auch mal ein weißes Mehlprodukt isst, also weiße Nudeln, weißes Brot. Natürlich kann man auch mehr Öl einsetzen zum Anbraten von Gemüse zum Beispiel. Und ja, außerdem, wie wir vorhin schon gesagt haben, Proteinshakes können unter Umständen dann auch hilfreich sein. Und jetzt hört man ja oft von vielen Seiten, dass die vegane Ernährung zu teuer ist, dass man es sich nicht leisten kann. Ist das denn wirklich so? Ja, also wenn ich mir verschiedene vegane Produkte anschaue im Supermarkt, dann würde ich das auch glauben. Wenn man sich nur davon ernährt, dann ist es sicher teuer. Allerdings sind das ja alles Fertigprodukte und so Ersatzprodukte, die man in Wahrheit nicht braucht. Es kann mal ganz nett sein zur Ergänzung, für eine Geschmacksabwechslung. Aber man braucht sie nicht, im Gegenteil, es ist sogar viel besser, viel gesünder auch, wenn man auf die vollwertigen Lebensmittel geht und eben Grundnahrungsmittel zu sich nimmt, wie Getreide und Hülsenfrüchte etc. Und ja, diese Produkte sind sehr, sehr günstig, selbst in Bioqualität sehr günstig. Und auch wenn ich dann zum Beispiel einen Tofu esse, auch wenn ich täglich Tofu esse, auch wenn, also gerade der weiße Tofu ist ja relativ günstig, im Vergleich zum Fleisch und zu Käseprodukten, wenn die hochwertig sind, sind die eigentlich viel, viel teurer. Meiner Meinung nach ist eine gesunde, vegane Ernährung viel günstiger. Okay, gut, das war es auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir fürs Kommen, für deine Fragen. Gerne. War sehr spannend und ich wünsche dir alles Gute für deine weiteren Wettkämpfe. Du hast im Dezember auch einen anstehenden, wichtigen. Genau, im Dezember wäre die Staatsmeisterschaft und super. Ich werde wahrscheinlich teilnehmen. Ja, super, dann alles Gute dafür. Dankeschön.